Grundsätzlich 25 war gut inzwischen die Aufnahmen. Ne? Mhm. Und wenn man natürlich da natürlich investiert in modernere Einspielungen grundsätzlich, dann bringt es sicher. Ja, weil die Durchhörbarkeit dieses Orchesters Okay. ist natürlich schon sehr angenehm. Absolut. Und auch am Schluss der Chor. Ja, das jetzt wieder als Beispiel der Klassik. Ich habe noch drei Dinge vorbereitet, damit Sie auch nur so ein bisschen das Frequenzspektrum auf einem ganz anderen Gebiet wieder hören, beim Jazz. Wir hatten ja am Anfang Pop. Da gibt es natürlich viele Geschichten aus den 60er Jahren, die jetzt so neu aufgelegt wurden. Das Orchester Quincy Jones, typische Aufnahme aus 1962, wo eben Stereo noch jung war und wo dann die Leute natürlich stolz waren, wenn rechts und links irgendwas anderes herausgekommen ist. Und dafür klingt es natürlich auch relativ witzig. Und da möchte ich Ihnen jetzt etwas vorspielen, was von diesem Leroy Anderson, das ist ja der mit diesem Typewriter, also richtige Elevator Music. Aber Sie hören dann von den Bläsern in dem Quincy Jones Ensemble, wie tiefen gestaffelt und wie auch natürlich in der Tiefe der Aufnahme es darunter geht. Ich habe es nur deswegen gewählt, dass es auch so witzig klingt.